Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sebastian Lingner und ich führe euch dieses Wochenende weiterhin gern durch die Live-Shows. In dieser Show geht es um einen Live-Podcast zum Thema Schwangerschaft und Vorbereitung auf die Geburt. Und wer den Babywelt-Podcast bereits schon mal gehört hat, dem wird wahrscheinlich eine der beiden Stimmen schon bekannt vorkommen. Ihr beiden, wollt ihr euch vielleicht mal vorstellen? Ja, sehr gern. Ich bin Jan, der Papa-Speaker vom Babywelt-Podcast und ich habe heute einen Gast mitgebracht, nämlich die Mandy. Ja, ich bin sozusagen das Pendant heute mal als Gast. Ich bin die Mama. Ich habe zwei Kinder, beziehungsweise das zweite ist jetzt auf dem Weg. Ich bin in der 17. Woche schwanger und der Große, der ist 3 Jahre alt. Ihr kennt mich aber vielleicht schon vom Rossmann-Babywelt-Kanal, vom Social-Media-Kanal. Sehr schön. Und es ist natürlich auch sehr interessant, einen Podcast mal nicht nur zu hören, sondern die beiden auch mal live zu sehen. Und es kommt noch eine weitere Besonderheit hinzu, nämlich ihr könnt aktiv Fragen stellen. Ne? Nutzt dazu einfach den Chat, stellt eure Fragen und die beiden werden sehr gerne darauf eingehen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Rossmann Babywelt Podcast. Wir sind heute bei der digitalen Babywelt Messe live dabei und streamen hier live per Video, für uns ganz ungewohnt. Die Ulrike kann heute leider nicht dabei sein. Wir wünschen ihr ganz gute Besserung und dafür habe ich aber einen wundervollen Gast neben mir sitzen, nämlich die Mandy. Du hast ein Kind schon, bist mit dem zweiten schwanger, was wunderbar zum Thema passt. Sagen wir gleich noch was zu. Stell dich doch mal kurz vor, Mandy. Ja, ich bin Mandy, ich bin 33 Jahre alt mittlerweile, habe einen 3-jährigen Sohn und bin, wie du schon sagst, eben in der 17. Woche jetzt auch schon schwanger und kann sozusagen über diese beiden Themen, über das Schwangerschaft und auf die Vorbereitung der Geburt einmal genauer reden, kann so meine Erfahrung mitgeben, wie es vor 3 Jahren war, so ohne die aktuelle Situation und wie es eben jetzt einmal ist. Ja, schon noch ein bisschen was anderes ja, jetzt, ne? Ja, ist schon noch was anderes. Wir hatten ja uns ja kurz noch mal vorhin unterhalten und das sind natürlich schon ein paar Themen, die einfach anders sind jetzt. Genau, darüber wollen wir heute reden. Tipps und Tricks und wie geht man mit dem einen oder anderen um in der Vorbereitung auf die Geburt, in der Zeit der Schwangerschaft. Und ich finde ja auch spannend, das ist ja kein Thema, würde man jetzt im ersten Moment denken, für Frauen eigentlich nur, sondern auch für Papas. Also auch mich berührt das Thema sehr und auch ich frage mich, wie kann ich eigentlich unterstützen als Mann und so. Das finde ich total spannend. Wie ist es denn bei dir? Hast du einen Unterschied jetzt in der zweiten Schwangerschaft? Würdest du sagen, das ist jetzt was ganz anderes, als die erste Schwangerschaft war? Also bei mir jetzt grundsätzlich schon persönlich, weil die erste Schwangerschaft war tatsächlich nicht geplant. Wir waren noch nicht so lange zusammen und das war dann so, oh Gott, wir sind schwanger. Das war natürlich erstmal so, hat einen über Bord gehauen erstmal grundsätzlich. Aber wir haben eine sehr stabile Beziehung und wir waren uns klar, dass wir das Kind dann auch behalten wollten. Auch wenn wir natürlich erstmal darüber diskutiert haben, Pro und Contra, wie man das halt dann so macht. Und in der zweiten Schwangerschaft ist es jetzt schon mal was anderes dann auch für mich. Ne? Also das fühlt man ganz anders jetzt auch. Und tatsächlich habe ich jetzt aber auch mehr Wehwehchen als bei der ersten Schwangerschaft. Körperliche Wehwehchen. Ja, körperliche Wehwehchen sozusagen. Ja. Du bist ja dann jetzt im zweiten Trimester. Ne? Man teilt ja Schwangerschaft auf in 3 Trimester. Ja. Und eigentlich sagt man doch, kann ich jetzt nur so bedingt mitreden, sagt man, das erste ist das anstrengendere. Ne? Oder das zweite ist eigentlich das, wo man so ein bisschen Power sogar hat, mehr als vorher. Oder kannst du das bestätigen? Ja, kann ich definitiv bestätigen. Wahrscheinlich wie auch andere Frauen. Also bis zur 12. Woche hatte ich tatsächlich in der Schwangerschaft jetzt sehr stark mit Übelkeit zu tun. Also zum Glück nicht mehr als das. Aber das war schon immer so echt sehr grenzwertig und starke Müdigkeit. Das hat aber tatsächlich mit der 12. Woche abrupt abgenommen. Also jetzt habe ich dann eher so ein bisschen mit Kreislauf zu kämpfen und gerade mit Maske tragen ist dann manchmal nicht so einfach. Das ist nochmal was anderes, das glaube ich. Ja, und der Toilettengang ist halt, wie es auch viele Schwangere kennen, eben dann häufiger. Ja, da drückt dann schon mal so ein Wesen dann auf die Blase. Ist weniger Platz für die Blase dann im Körper. Ja, genau. Und in der ersten Schwangerschaft mit meinem Großen, da war wirklich das zweite Trimester war das Energiebündel. Wir sind dann tatsächlich nochmal so, weil es eben ungeplant war, okay, wir müssen jetzt nochmal eine Fernreise machen, sind dann nochmal spontan nach Thailand geflogen damals. Ist ja jetzt nicht leider möglich, aber das hat man dann auch nicht gemerkt dann da vor Ort. Das war einfach eine sehr angenehme Schwangerschaft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die zweite Schwangerschaft jetzt schlechter ist oder so, aber man hat mehr Wehwehchen einfach, ja. Ich kenne das auch von meiner Frau, die sagt auch, eigentlich ist jede Schwangerschaft irgendwie anders. So. Mhm. Man sagt ja sogar, das ist aber glaube ich eher ein Gerücht, dass ob man jetzt einen Jungen oder ein Mädchen kriegt, dass sich das sogar dann unterscheidet, wüsste ich jetzt nicht, lässt sich glaube ich schwer nachvollziehen. Ja. Aber was in jedem Falle glaube ich man sagen kann, ist, dass die Schwangerschaften sich an sich
unterscheiden. Also das ist die erste Schwangerschaft anders als die zweite und wir haben ja drei Kinder, also auch die dritte Schwangerschaft war nochmal ganz anders. Meine Frau hatte zum Beispiel nie mit Übelkeit zu kämpfen, beim dritten Kind aber dann doch sehr stark, so bei der dritten Schwangerschaft. Das kann sich schon sehr unterscheiden, glaube ich. Ja, ich glaube, das kann man wirklich nicht, auch nicht festmachen am Alter oder sonst welchen Sachen. Das ist einfach sehr individuell und hat mit vielen Umwelteinflüssen, glaube ich, einfach zu tun. Ich glaube es auch nicht, ob es zum Beispiel an Mädchen oder Junge liegt, weil ich habe auch Freundinnen, die haben genau die gleichen Symptome wie in der ersten, zweiten Schwangerschaft und haben halt unterschiedliche Geschlechter dann im Endeffekt bekommen. Ne? Manche Frauen sagen ja, die haben das irgendwie im Gefühl und ich kann das, glaubt das auch, dass manche das bestimmt haben, aber manche haben es eben zum Beispiel, wie ich eben auch nicht unbedingt. Das sagt man so, also Bauchform, glaube ich, wenn der Bauch nach vorne guckt, gerichtet dann ist es ein Junge, so. Ne? Oder? Ja. Aber kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Also ich kriege jetzt ein Mädchen, ich habe jetzt für mich, also dahin geht nicht anders. Okay. Ich habe es jetzt nicht vorher gefühlt, dass es ein Mädchen wird. Ja, okay. Ja. Nur der chinesische Kalender hat es mir bestätigt, dass es ein Mädchen wird. Da hatte ich tatsächlich vorher mal reingeguckt, weil, naja, guck doch da mal rein, wie so mit Freundinnen oder Freundinnen ist, dann guckt man da halt mal rein und denkt sich, okay, es wird ein Mädchen, vielleicht, eventuell. Naja, der Frauenarzt ist sich sehr sicher, also ich vertraue ihm da natürlich jetzt auch. Kann natürlich auch sein, dass er zur Geburt sagt, doch ein Junge. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Ja, habe ich noch nie erlebt, ich habe noch nie gehört, dass das passiert ist, aber es soll. Doch, habe ich auch schon öfter gehört. Also jetzt zu Corona-Zeiten tatsächlich bin ich jetzt wirklich vermehrt in diesen ganzen Facebook-Gruppen unterwegs und habe mich da so ein bisschen erst so nur geguckt und mitgelesen und dann kommentiert man dann doch irgendwie mit und da liest man solche Sachen halt dann doch sehr viel. Also ich versuche mich da auch nicht zu sehr einfach mit aufzuhängen und ich war schon immer so der Typ, auch bei der ersten Schwangerschaft, ich hole mir gerne viele Meinungen ein, aber auch fachliche Meinungen, ich lese viel im Internet. Ich habe mir natürlich auch mal ein Buch genommen und ich würde das auch irgendwie jedem empfehlen, mal sich ein Buch zu nehmen. Aber das Wichtigste ist einfach auf sein Bauchgefühl zu hören und sich von diesen verschiedenen Meinungen, die man halt da bekommt, das Richtige für sich rauszusuchen und dann eben auf seinen Bauch am Ende auch zu hören, gerade wenn dann das Kind dann auch da ist. Ne, da nicht zu viel rein zu interpretieren und zu viel rumzufragen. Ich fand ja auch, also so ein Backup, klar, nicht auf fremde Meinungen zu sehr hören. Also man hat ja einfach, man muss auf sich hören, klar. Ja. Ich fand trotzdem so ein Backup von Freunden immer total schön, dass man so diese kleinen ungewöhnlichen Probleme, wo man jetzt, also es gibt ja manchmal so Sachen, damit gehst du jetzt halt auch nicht zur Mutter oder zum Vater und fragst die mal, so wie waren das bei euch damals? Und dann, das sind schon Themen, wo es wirklich wertvoll ist, wenn man Freunde hat, die man fragen kann, die vielleicht sogar in der gleichen Situation sind gerade. Ja, das fand ich immer klasse irgendwie. Auch so als Vater fand ich immer, wenn ich jetzt so das Gefühl hatte, also es gibt für Väter, fand ich immer so, sehr wenig zu lesen. Du findest ganz wenig. Und wenn ich dann irgendwie so ein Gefühl, das Gefühl hatte, ich kann jetzt zu Freunden gehen, die sind auch gerade in der Situation, dass die Vater werden bald und die erzählen mir dann vom gleichen Problem, dann hat mich das immer irre beruhigt irgendwie. Das fand ich immer total toll. Und das haben wir über Kurse zum Beispiel. Wir hatten einen Geburtsvorbereitungskurs, da hatten wir so einen Intensivkurs, der mehrere Tage ging und haben da so eine Gruppe kennengelernt mit ganz vielen Teilnehmern logischerweise, die alle auch ein Kind erwartet haben. Und dann hat irgendwann einer gerufen, Leute, wir gehen Pizza essen, wer kommt mit? So. Das war richtig geil. Und dann waren wir alle Pizza essen damals. Es war ja noch weit vor Corona. Und dann waren wir alle Pizza essen. Und ab da entstanden Freundschaften, die richtig lange auch gehalten haben, wo wir sehr intensiv das Großwerden der Kinder erlebt haben. So. Und man halt sich auch gegenseitig so Hilfestellung gegeben hat. Und man hat sich nachts anrufen können, wenn irgendwie ein Problem war. Ja, oder das man kann sich auch beim Betreuen oder mal unterstützen. Ja, könnt ihr mal irgendwie das Kind kurz mal nehmen. Ja. Wir müssen da was erledigen. Das geht mit Kind halt ein bisschen schwieriger einfach, weil wir uns beide konzentrieren müssen. Das kenne ich auch, also tatsächlich aus dem Geburtsvorbereitungskurs jetzt direkt so per se nicht bei mir, aber eben auch über Social Media, über Facebook habe ich damals, als ich noch alleine war, Mädels kennengelernt, die sich getroffen haben und dann ist man gleichzeitig mehr oder weniger so in die Schwangerschaft reingerutscht und hat sich dann darüber dann auch wieder kennengelernt und unterstützt und die Männer konnten sich auch sehr gut leiten und da unterstützt man sich sehr und ich finde, dass bei solchen Sachen dann auch immer nicht unbedingt die Meinung vielleicht manchmal so wichtig ist und manchmal einfach nur, man hat so ein Problem und möchte einfach mal so seine Bestätigung dafür bekommen, dass man das alles trotzdem genauso richtig macht, wie man es tut. Ne? Ja, das ist total wichtig, um sich irgendwie so ein bisschen freier und also hier selbstbewusster man an das Thema Baby rangeht. Also ich fand ja so Sachen so wickeln, das war für mich immer so eine Herausforderung. Und man hat halt so eine Gruppe irgendwie, die da einen total beruhigt einfach. Und das ist halt schon in der Schwangerschaft so. Ich glaube, auch allein so der Umgang mit der Frau, die hat jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ist schlecht drauf oder keine Ahnung, irgendwas ist und ich weiß nicht,
nicht, damit umzugehen oder so. Kennt ihr das auch von euren Frauen? Das hat mir total geholfen. Habt ihr so einen Vorbereitungskurs auch gemacht? Ja, hatten wir auch gemacht, genau, bei meiner Hebamme. Die ist jetzt auch meine Hebamme. Und da gab es dann damals eben Geburtsvorbereitungskurse auch, ich glaube, zweimal mit Mann war das. Einmal, wo man auch eine Kreislaufbesichtigung hatte. Ich glaube, das ist diesmal dann natürlich wahrscheinlich eher nicht der Fall. Aber sie hat schon gesagt, dass es dann digitale Kurse geben wird, weil sie einen relativ kleinen Raum halt auch hat. Und dann macht das natürlich digital für sie am meisten Sinn, weil sie ja sonst irgendwie mit 4 Personen nicht weit kommt, wenn sie dann irgendwie für alle einen normalen Kurs anbieten würde. Aber das hat uns auch wirklich schon sehr viel geholfen, hat sehr viel Spaß gemacht, auch seine Fragen anzustellen. Und unsere Hebamme war auch immer sehr offen, das finde ich auch sehr wichtig, dass sie eben auf beide auch eingeht, ne? Auch Papa genauso wie auf Mama dann, wenn man zu Hause ist. Und dass man eben, wenn man diese Termine zu Hause mit der Hebamme ja auch macht, dass dann auch beide dann da sind. Ne? Und das ist nicht so, hey, du bist schwanger, dann reicht ja, wenn du dann dabei bist, sondern dass es beide halt einfach machen, beide ihre Fragen stellen. Das gehört halt so, weil selbst als Mama, man ist ja sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Ne? Man ist ja schwanger. Und wir können zwar die Männer einbeziehen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Wenn wir nicht wissen, wo ihr einbezogen werden wollt, ist es halt schwierig. Deswegen Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Also du wünschst dir das auch schon, dass da dein Mann da damit rumturnt und ja, total. Das würde es ja auch verstehen. Und er hat das bei der ersten Schwangerschaft auch super gemacht. Ne? Also er hat mir das Thema Babyausstattung komplett mir überlassen. Das hat aber auch wirklich gemacht, weil er wusste, wie sehr es mir das Herz eigentlich aufgeht und warum sollen sich beide jetzt unbedingt mit beschäftigen. Er hat mir da vertraut. Aber in allen anderen Sachen hat er sich halt fachlich einfach belesen. Er liest halt so grundsätzlich auch immer schon sehr viel. Und da hat er sich auch viel belesen und hat halt eben auch seine Kolleginnen damals gefragt, viel über Meinungen gefragt und er hat tatsächlich, wir hatten so eine App gefunden im App Store, die iMama oder iPapa hieß, das ist eben das ist genau die gleiche App, die wird dann eben pro Woche einfach aus der Mama-Sicht und aus der Papa-Sicht erzählt und das fand er tatsächlich sehr spannend, weil wir dann dadurch auch einfach ins Gespräch gekommen sind, ne? Was stand bei dir drin, was stand bei mir drin? Ach echt? Du stellst es quasi vorher ein, so ich bin der Papa und dann hast Ja, genau, das kannst du so mit einem Regler dann hin und her schalten, okay. Das ist schon ist ganz schön praktisch gewesen, aber es gibt ja auch richtig, richtig viele Schwangerschafts-App, die uns beiden jetzt grundsätzlich geholfen haben, deswegen ich finde es auch toll, auch unabhängig davon, dass ich bei Rossmann auch arbeite. Wir haben ja an der Rossmann-App auch so den Babyweltbereich, wo man ja auch ganz viele tolle Sachen dann machen kann. Aber da gibt es auch mittlerweile einen Schwangerschaftskalender und dann kann ich dann halt, weil ich sowieso die App ja benutze, immer gucken, ob bin ich gerade, wie groß ist denn das Kind und da kann ich halt mal spontan dann auch reinlesen. Dann gibt es auch viele Tipps und Ratschläge, da muss ich halt nicht nochmal eine extra App irgendwie öffnen. Dafür ist es echt mega praktisch. Das fand ich auch total wichtig. Also ich hatte auch solche Apps früher, wo ich ganz viel geguckt habe, wie entwickelt sich das gerade. Also jetzt, dann kommt so die kleinen Ärmchen und so, ne? Und das fand ich ganz, ganz wichtig, weil ich irgendwo mal gelesen hatte, weit vor der Schwangerschaft, dass, und ich fand diesen Ansatz eigentlich ganz gut, Frauen haben so eine lange Zeit, die haben ja 9 Monate Zeit, sich an das Kind zu gewöhnen. Also da wächst halt was im Bauch ran und du bist halt die ganze Zeit schon verbunden mit dem Kind irgendwie. Und bei Männern ist das ja so, klar, die wissen auch, meine Frau ist jetzt schwanger, so, aber das ist nicht so intensiv. Das heißt, du hast irgendwann den Tag der Geburt und dann geht die Kurve hoch. Also plötzlich bist du Vater. So an diesem Tag wirst du Vater. Und bei einer Mutter, da wird das Muttersein, kommt so 9 Monate lang. Und deswegen habe ich mir ganz viel Mühe gegeben, mich in diesen 9 Monaten selbst damit zu beschäftigen, indem ich halt Apps geguckt habe, wie ist der Entwicklungsstatus. Ich habe dann so Sachen gemacht wie Bauch einölen zum Beispiel, war bei uns ein ganz großes Thema. regelmäßig einölen. Gegen Schwangerschaft. Das hat mir aber geholfen als Papa. Ne, so, weil ich irgendwie eine Verbindung hatte und tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie total blöd, aber ich habe tatsächlich mit dem Kind gesprochen, so durch den Bauch halt einfach und gesungen und weiß ich nicht und auch mal das Ohr dran gelegt, so wie man das so ganz vielleicht klassisch kennt. Vielleicht sollte ich das meinem Mann auch mal vorschlagen, weil es also für mich klingt jetzt auch mal sehr grenzwertig, weil ich eigentlich gar nicht so der Typ bin, der auf meinem Bauch rumstreicheln soll, also ich selbst mache das auch nicht so, aber ihn vielleicht einfach mal fragen, ob er das vielleicht gut finden würde. Ich glaube, das werde ich dann mal ansprechen. Gut, dass du sagst. Ja, bei mir war das, also ich fand es gerade beim ersten Kind halt total gut, ne? Weil das hat mir halt geholfen, so mich damit ja dem anzunähern irgendwie, ne? Dass ich halt auch schon vor der Geburt Vater werde, so, also ne, im Kopf jetzt einfach, ne? Das fand ich halt einfach total hilfreich. Weil wir Männer haben ja die gleichen Sorgen und so dazu, das geht das halt auch so. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Frauen da irgendwie, also dass man als Frau das kommuniziert halt dann auch nochmal richtig, weil man möchte ja mal sagen, ja, man ist ja nicht krank als Schwanger, ist ja auch richtig, man ist nicht krank, man soll sich wirklich nicht so hinstellen, es ist halt einfach nicht so. Aber trotzdem sollte man kommunizieren, wenn es einem schlecht geht. Ne? Also ich könnte jetzt natürlich auch meine Übelkeit in den ersten 12 Wochen irgendwie wegreden und die ganze Zeit positiv
zu mir reden. Das mache ich, habe ich natürlich sowieso versucht, aber man muss ja trotzdem mit seinem Seelenverwandten, sage ich mal, mit seinem Partner darüber reden und sagen, mir geht es gerade nicht gut. Und ich glaube, das bringt dir auch schon eine Bindung. Ne? Wenn er dann weiß, es geht dir schlecht, dann kommt dir dann als Unterstützung entgegen. Also bei meinem Mann ist es auf jeden Fall so. Und wenn er sagt, okay, dir geht's nicht gut, ich kümmere mich um den Großen, der macht Abendbrot, der legt ihn dann ins Bett. Und wenn es eben 5 Tage hintereinander ist, normalerweise teilen wir uns immer ganz gut rein. Aber wenn es mir schlecht geht, geht es mir halt einfach schlecht. Ist halt einfach so. Und wenn es ihm mal schlecht geht, ist ja genau das Gleiche. Ne? Also ja, das stimmt. Ist eben so. Und gerade wenn man schon Kinder hat, ist ja das Thema Kommunikation gar nicht mehr ganz so einfach. Ne? Ja, das stimmt. Mit jedem Kind wird es etwas schwieriger. Wenn das Kind dann plötzlich versteht, was du sagst, also wirklich versteht, also vom Kopf her, denkst du, okay, wir müssen uns was einfallen lassen langsam. Ja, und ich fand auch, also gerade über Ängste sprechen, finde ich ja auch ganz wichtig. Also wir waren zum Beispiel im Geburtshaus bei allen 3 Kindern und auch beim ersten Kind, das hatte ich hier im Podcast auch schon mal erzählt, ist auch so ein bisschen was schiefgegangen und so. Mhm. Und dann hat man natürlich auch einfach Angst vor der Geburt. Das geht ja nicht nur der Frau so. Es sind, glaube ich, 2 völlig unterschiedliche Ansätze, da Angst zu haben. Auch der Papa hat ja Angst, dass irgendwas schief geht, dass dem Baby was passiert oder der Frau was passiert irgendwie in irgendeiner Form. Der fühlt sich ja, wir Männer fühlen uns ja auch mitverantwortlich. Mhm. Und ich glaube, das zu thematisieren oder darüber zu sprechen, hilft beiden einfach, glaube ich, ungemein. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist total wichtig, dass man darüber spricht, was passieren kann, dass man sich vorher im Klaren wird, dass was passieren kann, aber auch sich nicht total wuschig einfach zu machen. Ne? Also es ist immer noch eine Geburt, das sind schon sehr viele Tausende von Familien da durchgegangen oder Millionen besser gesagt über die letzten Jahrtausende. Klar, im Mittelalter war das natürlich noch ein anderes Thema als jetzt heutzutage mit unserer medizinischen Versorgung, ist logisch, aber trotzdem, ich finde es wirklich immer sehr wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Aber da kommen wir ja auch zu dem Thema jetzt, wie man sich auf eine Geburt irgendwie ganz gut auch vorbereitet. Ne? Also ich musste gerade an das Thema sofort Hypnobirthing denken, weil meine erste Geburt, die war jetzt nicht total schlimm. Also ich finde, ich lag im Kreißsaal von 15 Uhr bis knapp 22 Uhr. Ich hatte zwar vorher auch schon Wehen und das war alles nicht, war jetzt nicht schön, aber es ist halt eine Geburt, also da kann man jetzt nicht so viel schönreden. Aber ich habe auch sehr viel geschrien. Und das hat mich so im Nachhinein so, und ich habe mich auch nicht viel bewegt. Ne? Also ich wollte eigentlich im Stehen entbinden, weil ich gehört habe, dass das halt besser ist fürs Kind. Also es einfacher dann grundsätzlich wird. Aber ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich musste liegen die ganze Zeit. Und habe mir für das zweite Kind jetzt vorgenommen, halt das Thema Hypnobirthing mir anzugucken. Das soll wohl einfach sich selbst, also dass man sich einfach selbstbewusst wird, dass man keine Angst haben muss und das so ein bisschen positiv zu sich zu reden. Mhm. Und ich habe jetzt unterschiedliche Meinungen dazu gehört, dass es oft, bei manchen hat das funktioniert, bei manchen einfach nicht. Aber ich glaube, wenn man es einfach mal ausprobiert, schaden kann es ja jetzt grundsätzlich nicht. Also ich bin jetzt auch kein Gegner irgendwie von Schmerzmitteln. Ich finde, da sollte man auch ganz offen mit sich selbst auch als Frau sein und auch gegenüber vom Mann dann kommunizieren, dass man vielleicht sagt vorher, okay, wenn ich Schmerzmittel will, dann will ich die. Punkt aus, fertig, und möchte das nicht ausgeredet bekommen oder man will es halt nicht bis zu dem Zeitpunkt, das sollte man alles mit seinem Partner dann einfach klären. Und ich habe halt auch gesagt, ich bin kein Gegner davon, aber ich kenne mich, ich bin ein Typ, der möchte durchziehen, bis knallhart, bis zum Ende und so, egal wie schlimm es ist, aber man muss sich bewusst sein, dass es ab einem gewissen Punkt keine Schmerzmittel gibt mehr, ne? Ab einem gewissen Muttermundbreite mehr. Und dann sollte man da vorher gut drüber nachdenken, ob man wirklich keine Schmerzmittel will. Das ist auch ein guter Punkt, da würde ich gleich gerne nochmal drauf kommen, das für den Mann vorher zu wissen, wie steht die Frau zu sowas. Stimmt, ja. Wir sind ja heute bei das erste Mal live mit dem Podcast und insofern gibt es heute ja die Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen. Wir haben gerade das Thema Öl schon mal angesprochen und aus der Community kommt direkt die Frage, bringt das eigentlich was? Also bringen Öle zur Vermeidung von Schwangerschaft tatsächlich was. Du sagst gerade, da bist du raus bei dem Thema, weil Bauch anfassen ist nicht so. Du hast es nicht gemacht mit Ölen? Doch, ich habe es gemacht. Also ich habe meinen Bauch eingeölt, aber ich habe das jetzt nicht ich habe das jetzt nicht meinen Mann machen lassen oder eine Prozedur draus gemacht, irgendwie eine schöne. Aber ich habe mich schon geölt, aber jetzt auch nicht so unbedingt regelmäßig. Also ich habe jetzt auch keine Probleme am Bauch, muss ich jetzt sagen, nach der ersten Geburt. Also ich habe da jetzt sozusagen keine Nachteile davon gespürt, dass ich das jetzt nicht regelmäßig gemacht habe. Also wir haben das ja auch, wir haben das vor allem bei der ersten Schwangerschaft ganz viel gemacht. Also das war so wirklich unser tägliches Abendritual. Und ob das jetzt was gebracht hat,
kann man tatsächlich irgendwie schwer sagen. Ne? Bringt das was? Weiß man hinterher nicht. Also ja, es gibt keine Probleme mit Schwangerschaftsstreifen jetzt. Ob das aber an den Ölen lag, ja, das lässt sich halt schwer sagen. Ich muss aber sagen, es bringt was im Zusammensein. Also mir als Papa hat das was gebracht, dass ich eine Nähe hatte zum Bauch, zum Kind. Ne? Dass ich auch, man liegt ja da, unterhält sich dann, macht sich vielleicht eine Kerze an dazu, leise Musik, wie auch immer. Das ist einfach ein schöner gemeinsamer Moment. Und ich glaube auch, für die Frau kann ich mir das vorstellen, ist das schön, dass der Papa einfach da ist und irgendwie ja auch eine Nähe zeigt. Ne? Ich bin auch für dich da, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und eigentlich ist es ja auch ganz süß und muss sich halt dann wahrscheinlich einfach mal drauf einlassen. Ja. Und wenn man es einmal gemacht hat und sagt dann immer noch, okay, das finde ich jetzt trotzdem nicht so toll, dann kann man da ja immer noch gut drüber sprechen als Paar. Ja, das genau. Thema Kommunikation ist eben ganz oben und top. Ja. Ja. Jetzt hatten wir dieses Thema Schmerzmittel, PDA so. Also ich fand das total wertvoll, vorher zu wissen, da haben wir lange drüber gesprochen, was will meine Frau und was nicht. Also wir hatten zum Beispiel dieses Thema, es gibt das manchmal, wenn das Köpfchen schon so rausguckt, aber noch eigentlich noch drin ist so, das Kind, und dass dann gefragt wird, so, will der Papa vielleicht das Köpfchen schon mal streicheln oder so? Da hat meine Frau von Anfang an gesagt, das will ich auf gar keinen Fall, dass du das machst, wenn du das fragst. Gefragt. Das kann ich nachvollziehen, das finde ich auch ganz komisch irgendwie, wenn wenn da jemand schon mal ins Köpfchen greift. Ich meine, das ist ja dann hoffentlich dann auch ein paar Minuten später dann da, wenn das Köpfchen schon zu fassen ist ein bisschen. Nee, das hätte ich auch nicht so toll gefunden. Aber das gebe ich dir vollkommen recht. Also ich hatte mich da auch vorher eingelesen, dass es ganz wichtig ist, so eine, sag ich mal, so eine Liste zu machen über das, was man will. Weil ich tatsächlich war auch wirklich im Delirium. Also ich habe nur das Nötigste erzählt und gesagt und wie gesagt halt relativ viel geschrien. Und mein Mann wusste aber genauso wie ich, was ich halt einfach möchte. Ne? Also wenn irgendwas passiert, was ich gar nicht will, was so nicht besprochen ist, dann soll er das auf jeden Fall auch so kundtun. Also ich habe das auch nicht nur so beiläufig mit ihm besprochen, sondern ich habe ihn da auf den Pott gesetzt, gesagt so, du musst da wirklich dann auch was sagen. Ich meine, also er ist jetzt nicht auf den Mund gefallen, mein Mann, aber ich habe es trotzdem nochmal gesagt, dass mir das halt auch schon wichtig ist. Und bei uns war es halt auch so, meine Hebamme, die arbeitet bei uns im Krankenhaus eben auch gleichzeitig, hat auch meine Anmeldung fürs Krankenhaus damals gleich gemacht und hat dann auch diesen Zettel dann gleich mit reingenommen. Und da war das die ganze Sache mit einem Mal sozusagen geklärt. Das fand ich echt super wichtig. Und das sollte man sich frühzeitig auch, glaube ich, Gedanken zu machen und dann immer mal wieder diese Liste nochmal anfassen, ist das immer noch das, was ich will, und dass es auch zum Ende dann einfach wirklich zu dem passt, was man hat. Und dann auch wirklich auch alles mit reinnehmen. Also auch wenn man eine natürliche Geburt will, heißt das ja nicht, dass es trotzdem zu einem Kaiserschnitt kommen kann. Ne? Also möchten die meisten Frauen ja nicht, ne? Aber das ist ja auch eine eigene Ermessenssache. Aber es kann ja dazu kommen, und was muss man dann irgendwie nochmal im Hinterkopf irgendwie behalten? Das ist ja auch für dich selbst gut. Ne? Also zum einen sagst du es ja deinem Mann, was du willst, und zum anderen ist es ja aber auch der Moment, dass du selber dich zwingst, dir die Gedanken dazu zu machen eigentlich. Ne? Das ist ja auch schon total viel wert. Ja, so, genau. Und das zu wissen. Ich finde ja auch als Mann also man hat da ja Ärzte um sich und Schwestern und Hebammen, und die machen ja alle einen guten Job. Trotzdem habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, nachzufragen. Also wenn da jetzt irgendwer irgendwie eine Kanüle ansetzt oder sowas, was genau machen Sie da jetzt gerade? Was macht ihr da? Jetzt nicht, weil man davon ausgeht, dass die jetzt alles falsch machen oder irgendwas Verbotenes machen oder so. Das natürlich nicht, aber ich will wenigstens meiner Frau hinterher erzählen können, was war da gerade. Weil sie halt nicht da war. Genau. Richtig. Und im Grunde ist ja die beste Situation, wenn sie sich zurücklehnen kann und einfach entspannen kann und weiß, okay, da ist jemand, auf den kann ich mich jetzt verlassen, und ich kann hier so entspannt wie möglich sein. Ich glaube, das hilft ja auch der Geburt einfach ungemein. Genau, also man kriegt ja schon einen Teil mit. Ne? Es ist nur dieses, also mir ist das Kommunizieren selbst halt schwer gefallen, aber ich habe halt schon mitbekommen, wenn mich jemand was gefragt hat, aber ich habe bloß oft halt auf unwichtige Sachen nicht geantwortet, einfach aus dem Schmerz halt heraus. Und dann ist es halt genauso, wie du es sagst, dass es hinterfragt wird. Das hat mein Mann dann auch wirklich viel gemacht. Fand ich auch extrem wichtig, dass er das gemacht hat. Aber es gibt einem selbst ein gutes Gefühl, man kann sich viel besser auf die Geburt selbst konzentrieren halt. Wir haben gerade noch mal eine Frage reinbekommen, die ich auch total spannend finde. Welche Rituale für den werdenden Papi gibt es in der Schwangerschaft noch? Da hatten wir ganz viel. Wir haben zum Beispiel Bauch anmalen gemacht. Echt? Ja, musst du mal googeln, das ist so witzig. Also Babybauch anmalen. Gibt so witzige Sachen, so Überraschungsei anmalen oder Fotos machen, Babybauchfotos. Da gibt es auch so geile Sachen. Vor allem, wenn man Fotostrecken macht, das ist super cool. Das finde ich auch immer total spannend. Das sieht immer echt cool aus. Also ich bin da irgendwie weit von weg von, irgendwie mich da regelmäßig hinzustellen und Bauch ein Foto zu machen. Aber ich habe es in der ersten Schwangerschaft zumindest jede Woche durchgezogen. Aber mehr auch nicht. Ich finde das super geil. Wir haben dann so Bilder gefunden, wo dann die Familie
Familie an der Tankstelle steht, so eine alte Tankstelle, und dann wird die Zapfsäule genommen und an den Bauch gehalten. So, ne? Und dann haben die halt immer jeden Monat ein so ein Bild gemacht, immer das gleiche Motiv, und dann hinterher diese Fotostrecke, wo dann der Bauch immer voller wird sozusagen, und am Ende standen sie da mit dem Baby dann im Arm. Super geil. Und das finde ich, sowas sind so Rituale, also man kann als Mann einfach nicht viel machen, da muss man halt einfach sagen, ne? Aber ich finde so diese Rituale total schön, weil das, ich glaube, alles, was Gemeinschaft heißt in dem Moment, was man zusammen macht, was mit diesem Thema Schwangerschaft zu tun hat, hilft, glaube ich, einfach allen in jeder Form. So, weil das zeigt, so, ich bin als Papa auch da, ich werde auch mit eingebunden, finde ich irgendwie wichtig, auch eingebunden zu sein, weil man fühlt sich oft als Papa so ein bisschen, man soll zwar irgendwie der tolle Papa sein und überall dabei sein und so, aber irgendwie stößt das doch an Grenzen. Also ich habe viel versucht, Bücher zu finden für Papas oder sowas, und das endet dann entweder in Humor oder in so diesen Überpapas, die dann auch nicht so den Durchschnittspapa widerspiegeln. So. Das fand ich ganz schwer. Deswegen finde ich solche Rituale gut. Ja, ich finde auch so Rituale, also was wie du schon sagst, es sollte gemeinschaftlich irgendwas, eine Bindung halt schaffen, auch unabhängig vielleicht von der Schwangerschaft, damit man immer weiter diese Bindung spürt und man das nicht so allein lässt, was ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt hatte, dass wenn die Hebamme bei einem zu Hause ist, dass man den Mann noch einbezieht, und jetzt gerade in Corona-Zeiten, ich meine, ich komme jetzt erst so ein bisschen dahin, dass wir auch Geburtsvorbereitungskurs digital machen, dann den Mann einfach dazu zu ziehen. Also gerade dann ist es ja am einfachsten, dass er dann auch irgendwie mit dabei ist, wenn natürlich möglich, ne? Wenn man jetzt nicht irgendwie abends arbeiten, dass es nicht anders geht, aber sobald möglich halt ihn da einzubinden in diese ganze Thematik, auch zum Beispiel nach der Geburt dann auch im Thema Rückenbildung, dass man da, sage ich mal, dem Mann sagt, so, tret mir bitte in den Puppuff, damit ich das auch wirklich mache. Gerade wenn man eben das digital zu Hause machen soll. Ja, das ist also hat mir tatsächlich mehr geholfen, dann das mit den anderen Frauen zusammen da irgendwie bei der ersten Geburt, nach der ersten Geburt das zu machen, damit man sich da überhaupt was dann dafür macht. Das muss ich mir jetzt auch noch so ein bisschen auf die To-Do-Liste schreiben, ein bisschen mehr Sport machen, Beckenbodenübungen, ist auf jeden Fall total wichtig. Ist das sinnvoll? Das kommt auch tatsächlich gerade als Frage rein. Jetzt hätte ich es gelesen, habe ich aber echt nicht. Naja, ist Beckenbodentraining sinnvoll? Total. Also ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe schon vor der Schwangerschaft Probleme in meiner Blase gehabt. Ich rede auch ganz offen drüber, weil ich es total wichtig finde, darüber offen zu reden, dass auch junge Frauen auch ohne Schwangerschaft und ohne Geburt Probleme mit dem Beckenboden haben können. Ich habe tatsächlich mit, keine Ahnung, 18 oder im Studium, habe ich schon leichte Inkontinenz gehabt. Und für mich war das normal. Ich habe gedacht, das geht jeder Frau so. Hat jeder so, ne? Ja, hat jeder so, ist normal. Bis ich halt dann irgendwann noch mehr Probleme bekommen hatte und von Urologe zu Urologe gerannt bin und dann natürlich auch Beckenbodengymnastik gemacht habe, mich mit dem Thema sehr viel beschäftigt habe und auch mit meiner Hebamme drüber geredet habe. Und das Beckenbodentraining ist wirklich sehr wichtig, auch schon vor der Geburt und nicht nur punktuell. Also nicht nur auch bei der Rückbildung, schon vor der Geburt. Und man kann da auch nicht viel falsch machen in dem Sinne. Und man kann das auch machen, zum Beispiel, wenn man einen Podcast aufnimmt, dann kann man auch nebenbei den Beckenboden trainieren. Machst du das jetzt gerade? Jetzt, wo ich dran denke, ja. Ich muss sagen, Beckenbodentraining ist nicht nur was für Frauen. Beckenbodentraining ist auch was für Männer. Männer haben auch einen Beckenboden und können den auch trainieren. Und Männer haben vor allem ja im Alter dann Schwierigkeiten, das Wasser zu halten. Auch so nach dem Toilettengang zum Beispiel, wollen wir jetzt nicht ausschweifen. Aber das ist auch sinnvoll für Männer, das zu trainieren. Und das fand ich eine schöne Gelegenheit, in einem Geburtsvorbereitungskurs das mal zu hören. Das wurde bei uns auch so gesagt. Und wir haben da mitgemacht. Und seitdem weiß ich, dass es das auch für Männer gibt und das auch sinnvoll sein kann für Männer dann später. Ist auf jeden Fall echt wirklich ein wichtiger Teil des Körpers, und den sollte man nicht außer Acht lassen, wenn man nicht gerade irgendwie irgendwann wieder, also irgendwann im Alter kriegt man dann sonst damit Probleme. Und gerade auch, also ich weiß, dass man soll halt zum Beispiel auch nicht zu früh anfangen mit dem Joggen, weil es extrem auf den Beckenboden sicher auswirkt. Ne? Also so wirklich nach und nach dann da wieder mit anfangen. Wie ist es bei dir sonst mit Sport, wo du das gerade sagst? Also ich habe früher wirklich sehr gerne Ganzkörpertraining gemacht, so also mit dem eigenen Körpergewicht, und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe das auch bis zuletzt wirklich viel gemacht und dann darüber gelesen, dass man so diese, sage ich mal, schnellen, ruckartigen Übungen eigentlich lassen sollte. Man muss natürlich aber auch seinen eigenen Körper auch hören, ne? Also was man kann, was man nicht kann. Und da eben auch einfach bei dem Thema Beckenboden, ne? Also auch wenn man sich vielleicht damit gut fühlt, mit irgendwelchen Jumping-Checks oder solchen Sachen, passt auf euren Beckenboden halt dabei auf. Dann geht lieber das genügsamer an und trainiert lieber euren Beckenboden
Und weil das geht halt auch, wenn man den Beckenboden trainiert, heißt es das nicht, dass man nur im Beckenboden trainiert. Man trainiert automatisch auch Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur und solche Sachen. Und dann ja auch darauf achten, wegen den geraden und seitlichen Bauchmuskeln. Also man kann dann eher die seitlichen Bauchmuskeln halt trainieren als die geraden. Also ich bin jetzt kein Profi, aber ich habe mich halt schon mit dem Thema schon sehr intensiv beschäftigt dann, ne? Irgendwann. Also wenn ich könnte, würde ich auch schwimmen gehen, aber das ist halt auch nochmal so eine Sache wegen Blasenentzündung, so eine Sache. Aber ja, die Schwimmbäder haben ja aktuell noch zu. Vielleicht bessert sich das nochmal, aber das fand ich tatsächlich sehr entspannt, dann auch mal wieder schwimmen zu gehen und mal ein paar Bahnen zu ziehen. Das muss man ja dann nicht jeden zweiten Tag machen und uns dann herausfordern irgendwie mit einer Blasenentzündung. Ne? Ich war ja früher mal total ängstlich beim Thema Fahrradfahren in der Schwangerschaft. Ja, da bin ich auch noch ein bisschen so kontrovers. Also, ich habe tatsächlich gerade aktuell kein Fahrrad, aber ich habe von meinem Mann das Fahrrad genommen, weil mein Sohn jetzt angefangen hat, Fahrrad zu fahren und ich nicht mehr hinterherkomme. Und das hat ein bisschen, es ging schon auf die Blase halt einfach. Also es ging ein bisschen, aber nicht so sehr. Und ich würde es auch nach Gefühl dann, glaube ich, einfach machen. Also nicht, ich habe gehört, glaube ich, dass man zum Ende der Schwangerschaft, wenn der Bauch relativ groß ist, da schon, sollte man schon ein bisschen aufpassen einfach. Weil meine Angst galt da vor allem der Unfallgefahr. Also wenn du jetzt mit dem Fahrrad hinfällst, also meine Frau fand das immer total doof, die hat immer gesagt, es passiert doch nichts oder ne, es ist gar nicht so schlimm alles. Ja. Kann auch sein, aber ich hatte trotzdem immer Angst. Ich hatte immer das Gefühl, wenn du mit dem Fahrrad einen Unfall hast, dann hast du keine Knautschzone oder so. Richtig, ja, das stimmt, das habe ich aber auch gelesen, dass auch Inliner fahren und solche Sachen, dass Unfallgefahr ist halt einfach so, man sollte halt solche, auch so Körperkontaktarten sollte man halt lassen, weil die Unfallgefahr zu groß ist, dann doch mal jemand gegen den Bauch rennt oder beim Fußball zum Beispiel, ne? Also, ja. Schwierige Sache. Wir haben noch so eine Frage, die geht mal so in eine ganz andere Richtung, aber trotzdem bei uns richtig platziert, weil wir beide ja schon Kinder haben. Ja. Gibt es ökologische und sinnvolle Alternativen zu Feuchttüchern? Ja, definitiv. Die Frage ist auf jeden Fall keine blöde Frage, weil die gibt es. Also ich bin da auch totaler Fan davon, dass man versucht, so wie möglich nachhaltig irgendwie was zu nutzen. Mhm. Und wir haben das gemacht, weil unser Sohn hatte immer einen wunden Po. Und ich wollte irgendwie nicht alle Feuchttücherarten durchprobieren. Das fand ich irgendwie so Geldverschwendung auch. Ja, ja. Und habe gesagt, ja, lass uns doch einfach zumindest zu Hause gucken, dass wir halt uns eine Schüssel hinstellen und dann Waschlappen. Und ich habe halt 10 Waschlappen gestellt, also so Mullwaschlappen, die haben vollkommen gereicht. Da haben wir uns einen Schüssel hingestellt, das Badezimmer ist nicht weit weg, das hat man dann regelmäßig gewechselt vom Windelwechseln, das geht schnell. Und da haben wir das damit gemacht. Auch unterwegs haben wir es teilweise so gemacht, haben eine Schachtel mitgenommen, haben einen feuchten Waschlappen. Also wenn sie dann älter waren, wenn man jetzt nicht so oft mal wechseln muss, dann geht halt ein Waschlappen schon mal zum Nutzen. Ansonsten haben wir es dann, Feuchttücher genutzt, weil ich gemerkt habe, dass der wunde Po nur gekommen ist, wenn man es wirklich ständig genutzt hat. Also einmal ging, es war okay, aber ansonsten wirklich einfach Waschlappen nutzen. Und es gibt ja auch vom Babytür mittlerweile Washies, die finde ich echt super. Also ich mache ja Social Media, wie gesagt, auf dem Rossmann Babywelt-Kanal, wir haben die da auch gepostet. Und ich hatte die ja auch in der Hand und die sind wirklich toll, weil die schön weich halt auch sind, diese Washies. Also die waren, also das kann ich nur Tücher, empfehlen. Einfach sind so. Sind wie Waschlappen, da kann man, ich glaube, man konnte sogar auch reingreifen, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und die sind wie Mikrofaser. Also Frauen kennen das so ein bisschen vom Abschminkpads, diese nachhaltigen und so ähnlich sind die halt auch. Und die benutze ich mehrfach dann, oder? Die wäschst du dann nochmal. Ne? Also du kannst die hinten und vorne einmal benutzen. Ja. Das ist Ermessenssache. Ne? Ich möchte jetzt hier niemanden reinreden, dass du irgendwie... Ich kann sie waschen und dann wieder verwenden. Ja, genau. Also kommt natürlich auch auf den Inhalt der Windel an, was da jetzt drin war. Aber wir haben die also maximal, zweimal, wenn überhaupt, genauso von hinten und vorne dann überhaupt. Ne? Also wenn überhaupt, also eigentlich eher ständig gewechselt. Genauso wie das Wasser halt ständig gewechselt wird. Musst ja auch in das Wasser reingreifen. Ja. So, als Erwachsener. Ja, wir fanden vor allem immer dann das Thema halt Wasser einfach gut, ne? Dass man jetzt halt nicht irgendwelche Mittel in diesem Tuch hat oder so. Ja. Es gibt es ja auch mittlerweile, dass da einfach nur ein Öl drin ist oder so. Ja. Und wir hatten halt immer gedacht, wenn das halt nur Wasser ist, dann kann es ja nicht schlimm sein sozusagen. Genau. Und es ist ja nicht jeder Babypo verträgt jedes Feuchttuch auch, ne? Genau. Und bei uns war es dann halt so ein Mix am Ende, ne? Dass wir gesagt haben, ja, also... Bei uns zählt auch immer so ein bisschen Praktikabilität. Also wir hatten dann ja sonst immer so eine Flasche Wasser dabei, dann so ein kleines Döschen, dass man da irgendwie das Wasser reinmacht und dann da das Tuch eintunken kann. So. Mhm. Und das geht halt nicht in jeder Situation. Also hatten wir auch Feuchttücher dabei. So. Ja. Ja, es kommt halt auch immer darauf an, wirklich, was du halt noch sonst dabei hast einfach. Ne? Dieses, stillst du dein Kind oder nicht? Es ist ja unabhängig auch davon abhängig. Dann hast du natürlich auch viel mehr mit, wenn du ein Flaschenkind halt eher hast. Und dann noch zusätzlich dann irgendwie Waschlappen, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Aber da war ich auch immer froh, wenn dann doch mal irgendwie in Gaststätten oder so, die schon Sachen parat dann hatten. Das fand ich immer ganz nett. Aber konntest du halt immer nicht davon ausgehen, deswegen hast du es dann trotzdem irgendwie mitgehabt. Ne? Aber ich fand das also mit den Waschlappen fand ich schon sehr, sehr praktisch. Und kann ich tatsächlich
tatsächlich nur empfehlen. Ich würde so zum Abschluss der Frage, der Folge, wollte ich dich nochmal fragen, wie fühlst du dich denn jetzt in deinem zweiten Trimester? Freust du dich auf die Geburt? Ja, tatsächlich. Also sehr, muss ich sagen. Also ich hatte bei der ersten Schwangerschaft, hatte ich tatsächlich am Anfang Panik vor der Geburt. Okay. Ich kann es gar nicht mal einschätzen, warum das so war. Das einfach, weiß nicht, Angst vor diesen Schmerzen, wahrscheinlich das, was man so gehört hat. Man weiß ja auch gar nicht, was auf einen zukommt. Richtig, also damals waren noch nicht so viele Freundinnen auch von mir irgendwie schwanger oder hatten schon mal eine Geburt hinter sich gebracht, sondern man hatte, glaube ich, dieses, was man in den Medien und Filmen so kennt, im ja, Kopf. Genau. Also auch unbewusst einfach im Kopf. Und die Fruchtblase hat man, platzt und dann muss man binnen 2 Minuten im Krankenhaus sein. Genau, so ungefähr. Und es schmerzt Hölle und keine Ahnung. Und so ist es halt im Endeffekt eigentlich nicht. Ne? Also nee, am Ende habe ich mir dann auch einfach gesagt, ja, es muss ja auch irgendwie raus. Komme ich jetzt auch nicht mehr drum rum. Ne? Und das hat es mir auch irgendwie dann auch leichter gemacht. Und am Ende, ja, hatte ich lange Wehen, bevor wir überhaupt ins Krankenhaus gefahren sind. Aber das war halt aushaltbar irgendwie. Ne? Ich habe ja trotzdem irgendwie noch geschafft, mich umzuziehen und eine Cleaning-Tasche irgendwie nochmal so halb zu packen und zu gucken, dass auch alles noch wirklich da ist, was wir dann auch irgendwie brauchen. Mein Mann war halt auch noch auf Arbeit. Das war am Mittwoch, hat dann einen kurzen Tag und er kommt zu 14 Uhr ist er gekommen und er war dann auch derjenige, der dann gesagt hat, so, wir müssen dann jetzt mal losfahren. ich so, aber Schatz, sind noch keine Stunde lang 5 Minuten wehen. Und ich wollte es halt rauszögern, aber er wollte unbedingt dann los. Ich habe auch beim ersten Mal ich habe den analogen Wehenschreiber gemacht, so eine Tabelle geführt. und unsere Hebamme kam dann erst zu uns nach Hause, um einmal zu kontrollieren. Die guckte nur so auf den Tisch, wo die Tabelle so, ha, süß. Also ich soll auf jeden Fall an dieser Stelle von meiner Frau schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer ausrichten. Sie hat jetzt 3 Geburten hinter sich und lässt ausrichten, dass sie die alle schön fand. Also Geburten sind ja auch was Schönes. Das ist so schön. Ihre Erfahrung. Und sie würde auch eine 4. machen. So. Also es ist nichts ganz Schlimmes. Und bei uns ist auch hier und da ein bisschen was schiefgegangen und so, aber das gehört irgendwie dazu. Und auch ich als Papa kann sagen, das ist nichts furchtbar Ekliges oder weiß ich nicht, ne, was man so, auch was man vorher so erzählt, ne, das ist alles nicht so schlimm. Also einfach reingehen. Meine Empfehlung ist, offen reingehen in die Situation. Ja, für alles offen sein und das mitnehmen und dankbar sein für das, was da passiert. Weil das ist einfach unterm Strich was furchtbar Schönes. Ich war am Ende einfach nur noch stolz auf meine Frau, was sie da alles gewuppt hat. Das ist wie Marathonlaufen einfach und noch mehr, glaube ich, noch ein bisschen drüber, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Und da könnt ihr Frau echt euch mehr als auf die Schulter klopfen und wir Männer können einfach stolz sein und euch da unterstützen, glaube ich. Ja, also ich war auch sehr stolz auf mich dann danach und das war, ich kann auch nochmal, also was ich auch wichtig finde zu sagen, die Hebammen haben da halt alles schon mal gesehen, also die Ärzte, die haben alles gesehen, also auch wenn ihr das Gefühl habt, ne, dass was groß ist, da ist was, es ist egal, ihr kriegt dann ein Baby in die Hand und das ist euer Baby und das ist das schönste Gefühl auf dieser Welt und was ich total witzig fand, ich habe das letztens gelesen, was der erste Satz ist, nachdem das Baby dann raus ist. Und ich musste überlegen und ich musste tatsächlich, glaube ich, gesagt, na Gott sei Dank, ist es vorbei. Das ist aber mein erster Gedanke und der zweite war natürlich, ich möchte mein Baby haben. Jetzt genau, sofort, ja, ich möchte mein Baby haben und es war so süß, wie es einfach auf der Brust liegt und mein erster Gedanke war tatsächlich, kannst du mal bitte das Handy holen, wir müssten mir jetzt mal Fotos direkt machen, genau, Videos machen für Mama und Papa, und für Oma, Opa und weil heutzutage geht das ja dann auch und das war mir tatsächlich sehr wichtig und es war einfach so, so schön. Und das auch zu genießen, auch dann im Wochenbett, was ihr dann morgen ja bespricht. Genau, das wird das Thema morgen sein. Ja, haben wir heute umfassend alles besprochen zum Thema Vorbereitung und Schwangerschaft. Das war wirklich eine tolle Unterhaltung, es war sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst heute und für Ulrike eingesprungen bist. Ja, sehr gerne wieder. War sehr, sehr spannend. Ich hoffe, es hat euch auch allen sehr, sehr, sehr gut gefallen, unser Podcast. Und ich hoffe, ihr hört dann auch rein schön und auch in die nächsten Folgen. Und es gibt ja auch schon, weißt du, wie viele Folgen es schon gibt? Ich glaube, 16 Folgen. Ich glaube, die 17. ist gerade raus. Stimmt, die 17. Folge ist gerade raus. Also hört mal rein, es sind wirklich sehr spannende Folgen dabei. Und ja. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid, auch als Community und mit euren Fragen. Ein sehr spannender Live-Podcast von euch beiden. Also vielen lieben Dank dafür. Mich würde jetzt aber mal noch interessieren, könnt ihr eventuell unseren lieben Zuschauern noch etwas zum Babywettclub erzählen? Ja, können wir natürlich. Also ich bin da ja geübt drin, sage ich mal, unseren Babywettclub auch einmal vorzustellen, weil das echt super ist. Also auch jetzt als Schwangere und als in der Schwangerschaft beim ersten Mal bin ich ja natürlich auch sofort Babywelt-Mitglied geworden, weil es einfach wirklich tolle Sachen bei uns gibt. Also zum einen haben wir hier nämlich diese Vorfreude-Tasche.
Tasche. Ich bin ja nur geübt im Auspacken, aber auch das möchtest du es auspacken? Oh ja, darf ich? Ja, oh, dann pack mal bitte auf. Das ist die Vorfreude-Tasche mit unserem Emifunnel drauf. Da hat man auch Vorfreude. Das ist jetzt das Unboxing so, ne? Unboxing, genau. Die bekommt man in der Schwangerschaft. Also die bekommt ihr dann, wenn ihr euch über die App anmeldet, einmal, also in der Rossmann-App sozusagen. Ich finde ja diesen Esel allein schon richtig geil. Ja, das ist auch echt süß. Also wir hatten ja auch einen Relaunch letztes Jahr und die Tasche und die kleine Wunderbox, die wurde ja überarbeitet vom Design und ich finde die halt eben wirklich richtig, richtig, richtig süß und der Emil wurde auch überarbeitet. Emil heißt er? Das ist der Emil, ja, genau. Und für viele ist das ja auch in den ersten Jahren der Begleiter von den kleinen Kindern. Also wir hatten auch schon ganz viele Zusendungen über Social Media, dass das wirklich jahrelang begleitet hat, der Emil, der Esel, das ist wirklich toll. Naja, auf jeden Fall anmelden über die Rossmann-App, da könnt ihr hier unten einmal, sieht man das? Ja. Einmal auf Mehr gehen, wenn ihr einmal in der App seid. Hier unten. So, und dann habt ihr hier eigentlich einen Reiter Babybett. Wenn ihr noch nicht in der Babybett angemeldet seid, dann müsst ihr auf Profil einmal gehen und dort eure Daten eingeben und hinterlegen. Und dann solltet eigentlich alles ganz normal klappen. Da geht der geheime Modus an, der Babywelt-Modus. Der Babywelt-Modus, genau. Genau, und da seht ihr oben dann zum Beispiel schon, dass er zum Beispiel die neue Podcast-Folge online gegangen ist. Wie Jan schon gesagt, das ist die 17. Podcast-Folge gewesen. Und dann seht ihr auch den Schwangerschaftskalender, wenn ihr drauf tippt, dann habt ihr die neuesten Infos, die ihr da weitergeleitet bekommt. Und hier unten kommen dann die Babywelt-Coupons. Also, und das ist natürlich so der beste Mehrwert eigentlich von der ganzen Babywelt. Man hat halt immer exklusive Coupons, die man da einlösen kann. Die Coupons sind immer so mit so einem Herzchen umrahmt. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Hier zum Beispiel, da hat man die aktuell 20% Rabatt auf Mamas Babytween-Produkte tatsächlich. Und da geht man auf Aktivieren, hat man so diese Herzlinie drumherum und dann einfach mit eurem QR-Code dann in der Filiale einmal einlösen. Und das, also diese Vorfreude-Tasche, die jetzt Jan noch in der Hand hat, und die kleine Wunderbox, genauso wie die Geburtstagsgeschenke zum ersten und zum zweiten Geburtstag, bekommt ihr über die Rossmann-App. Also ihr müsst dann in die Filiale gehen und den Coupon, ich glaube, aktivieren, bin mir nicht ganz sicher. Aber man sieht ihn sofort dann in der Übersicht und ihr bekommt das dann dort ausgehändigt. Siehst du, da, also ist jetzt nicht meine erste Tasche hier. Ich habe drei Kinder, so, ich bin doch noch überrascht. Irgendwie hier Spülreiniger für Babyflaschen und so. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, ehrlich gesagt. Aber ja, das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass man diese ganzen Sachen erstmal kennenlernt, so. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Also Spülreiniger für Babyflaschen. Was haben wir hier? Ein Schnuller drin? Auch mit Emil drauf auch, ja. Ach, der exklusive Babydream-Schnuller. Krass. Babywelt. Babywelt-Schnuller, genau. Stilleinlagen, ganz wichtig. Kann ich auch nur empfehlen, dass man sich am besten schon in der Schwangerschaft holt. Manche haben dann schon in der Schwangerschaft so Milcheinschuss. Ja, das hatten wir jetzt eben als Thema auch, ne? Ja. Dann so eine Probepackung Pampers. Ich mache schon mal nebenbei die kleine Wunderbox auf. Die bekommt ihr übrigens dann nach der Schwangerschaft, also wenn ihr entbunden habt. Und dann könnt ihr euch in eurer Rossmann-Filiale dann abholen. Könnt ihr vielleicht von eurem PartnerInnen machen lassen, wenn ihr es noch nicht selbst schafft, in die Filiale zu gehen, was ja verständlich dann wäre. Genau. Hast du alles ausgepackt? Da ist, glaube ich, dann auch der Schwangerschaftsratgeber drin. Kann das sein? Hier ist genau, da ist er nämlich auch drin. Den finde ich übrigens sehr, sehr, sehr praktisch. Den habe ich in der ersten Schwangerschaft komplett gelesen. Ich finde, da sind wirklich sehr viele tolle Infos drin. Und da wurde auch nochmal überarbeitet mit unserem Babywelt-Club-Experten, die jetzt auch dabei sind. Also wirklich, der ist wirklich super, kann ich nur empfehlen. Da kann man echt gut immer wieder reingucken. Ich glaube, den hat meine Frau damals ausgewählt. Ich wusste nämlich gar nicht mehr, wo wir den her hatten, aber er liegt bei uns auch noch rum. Und das fand ich halt ganz schön, weil was ich immer gesucht habe eigentlich, ist dieser Moment, wo kann ich als Papa eigentlich auch was? Wo hört man auch meine Papa-Stimme? wo ist halt für mich als Papa auch was drin? Weil es klar, es ist irgendwie sehr stark so ein Frauenthema, die Schwangerschaft, aber ich finde auch als Papa ist das halt ein Thema. Und das fand ich hier ganz schön, dass man sowas halt hier auch findet. Ja, da kann man dann auch mal, also ich kann auch als Frau dann mal sagen, oh, hier, guck mal, da ist was für ein Papa mit drin und dann kannst du auch mal was reinlesen. Ne? Ja, genau. Weil man jetzt so explizit als Frau ja dann noch nicht nach Papa-Inhalten sucht, aber wenn einem was so hingeschmissen, Anführungsstrichen, wird, dann ist das schon sehr praktisch. Willst du noch was von den anderen zwei Ratgebern kurz mit sagen? Ja, was ich mal da gibt es ja noch mehr. Ne? Ich habe hier nämlich noch mehr liegen. Da gibt es noch zwei mehr. Chaos, Nähe, Meilensteine. Dann gibt es mir noch zwei weitere Ratgeber fürs erste Babyjahr und eben, was euch rund um die Geburt einmal bewegt. Auch sehr spannend, habe ich selbst noch nicht reinguckt, weil die, glaube ich, neu komplett sind. Genau, und das zweite Geschenk ist, wie gesagt, diese Wunderbox.
wenn wir mal kurz hierher rüberschwenken. Das ist doch die Box, wo der ist da nicht der das, Emil auch dann? Ja, drauf? Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir gleich. Die kleine Wunderbox, die ist wirklich richtig süß, weil ihr könnt da nämlich eine Wimpelkette draus basteln dann noch. Das sieht man dann hier drin, ne? Ja, ich nehme mal kurz den Rest hier raus. Dann sieht man das, dann kann man das hier schön aus. Sieht man das? Ja, da ausschneiden. Dann kann man dann sich eine schöne Kette draus basteln. Ach, so, mache ich eine Schnur. Und dann hat man hier nämlich noch einen Fotorahmen sozusagen. Da kann man auch sein Bild reinkleben vom das erste Bild aus dem Krankenhaus zum Beispiel oder sowas. Kann man da reinmachen. Das ist echt. Ich finde das wirklich richtig gut überlegt, weil es ist sozusagen ja auch eine nachhaltige Sache für diese Box, dass man die halt auch noch andersweitig benutzen kann und noch was anderes draus machen kann, als nur als Box zu verwenden. Das kriegt man dann zum errechneten Geburtstermin sozusagen, wird das Genau. Also du kannst ja dann in deiner App einstellen, wenn es dann wirklich gekommen ist, kannst du ja, also du strickst ja jetzt den ET ein und dann später kannst du es ja nochmal umstellen auf die Geburtstag, genau, damit der Geburtstag auch dann eingetragen ist, korrekt. Okay. Ne? Genau. Da ist er. Geburtstagsgeschenk, genau. Und das ist das Emi-Schmusetuch, das allzeit beliebte Schmusetuch, unser Emi. Den gibt es auch nochmal als Kuscheltier. Der ist ja auch sehr beliebt. Den kann man bei uns tatsächlich kaufen, das Kuscheltier. Auch im Onlineshop. Okay. Ja, und da wird auch immer stark nachgefragt. Haben wir bei uns natürlich zu Hause auch und war auch sehr beliebt am Anfang. Aber das Schmusetuch ist noch, gerade für die Babys natürlich viel, viel praktischer. Ich finde das so süß, wenn die Kleinen dann anfangen, mit diesen Kuscheltieren zu kuscheln. Und irgendwann suchen die sich dann so ein aus. Und auch so gerade diese Schmusetücher oder rennen die da mit so rum. Schnuffeltuch. Ich habe es unserem Großen auch nur hingelegt. Das war nicht so ein Kuscheltier-Typ. Aber jetzt mittlerweile hat er ein Kuscheltier, das einen Meter groß ist, ein großer Teddy. Was? Ja, er muss damit unbedingt schlafen. Das ist ganz wichtig, mit dem großen Teddy zu schlafen. Das ist immer schwierig, wenn man dann sagt, man kann ihn jetzt nicht überall mitnehmen. So Oma und Opa im Auto wird ein bisschen eng dann. Genau, in der kleinen Wunderbox ist dann hier eben auch der Ratgeber drin zum ersten Jahr, finde ich auch sehr spannend. Feuchttücher und natürlich kleinere Pröbchen, zum Beispiel auch ein Milchbeutel zum Milch abpumpen, wenn man möchte, zum Einfrieren, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Auch ein Papa-Thema übrigens, ne? Weil wenn die Frau später im Rückbildungskurs ist, könnte das Thema Abpumpen für den Vater ganz hilfreich sein. Ja, tatsächlich, ja. Betreuung, also bei uns hat das beim ersten Mal jetzt leider nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe ja so gedacht, ja, wenn ich stille, dann kann ich auch abpumpen, dann kann ich auch mal mit meinen Freunden immer was machen. Ja. Nee, war leider nicht so. Also meine Milchmenge hat wirklich nur so gereicht, dass ich auch mein Kind davon ernähren konnte. Aber wenn man das irgendwann auch akzeptiert, dann ist es auch voll. Okay. Ja, das stimmt. Genau. Das finde ich so schön, dass man hier eigentlich alles hat. Also ich kann halt einmal alles ausprobieren. Ich habe alles da und kann einfach probieren. Ne? Das finde ich so schön. Also ich muss jetzt nicht in den Laden gehen und irgendwie alles kaufen in großen Packungen, wo ja auch irgendwie 15 Sachen drin sind oder so. Ich habe einfach mal so ein paar Probiersachen, kann für mich entscheiden, was ich gut finde und was nicht. Das fand ich immer richtig hilfreich. Genau. Ja, und was es noch gibt für den Babywelt-Club, was ich auch richtig schön finde, hoffentlich kennen ja auch viele auch schon unseren Rossmann Online-Shop, wo es wirklich viel, viel Babyausstattung gibt. Kann ich also allen Schwangeren nur empfehlen, da einmal reinzuschauen. Und es gibt 5% extra Rabatt als Babywelt-Club-Mitglied tatsächlich. Und ja, habe ich jetzt noch was vergessen an Vorteilen? Ich glaube nicht. Es ist kostenlos. Es ist komplett kostenlos, ja. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist komplett. Unser Podcast ist übrigens auch sehr kostenlos und sehr, sehr gut. Also wirklich mal ein Lob an dich und an Ulrike natürlich danke, auch. Danke. Also ich finde ihn wirklich richtig gut. Freut mich wirklich sehr, dass wir das so ins Leben gerufen bekommen haben. Macht auch echt irre viel Spaß, muss man sagen. Tja, ihr beiden, dann vielen Dank euch für diese vielen nützlichen Infos, Tipps und Tricks, die ihr uns und unseren Zuschauern mitgegeben habt. Und unseren Zuschauern natürlich auch vielen Dank für die vielen tollen Fragen, die ihr super beantwortet habt. Also vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir leider schon zum Ende unserer Podcast-Show und es geht nachher weiter bei uns um 15.30 Uhr mit einem nächsten Talk mit Hebamme Jana. Und dabei wird es dann darum gehen, was während der Geburt mit dem Körper passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr nachher wieder einschaltet. Also bis nachher. Tschüss.